Flops, Flops, Flops. Während die Berlinale das Kino feiert, schaut die Branche zitternd in die Zukunft. Denn mit Argyle und Madame Web startet das Blockbuster-Jahr schon wieder mit zwei Flops, die extrem miese Kritiken kassierten und auch an der Kasse enttäuschen. Mehr noch als die Studios zittern aber die Leute hinter der Kamera, denn fette Flops können Karrieren kosten. Ob Matthew Vaughn und S.J. Clarkson im Karriereknast landen, das wissen wir nicht. Aber wie schnell sowas gehen kann, selbst für Hitregisseure, darüber reden wir heute im Spotlight. Worst movie going experience ever. The worst movie ever made was a box office disaster. My movies have all bombed. Bad box office? I'm the director! You're in movie jail. I can't go to prison. Karriereknast, ist das nicht ein bisschen hart? Es wird doch niemand eingebucht, nur weil er mal einen schlechten Film dreht. Naja, also tatsächlich hat sogar einer unserer Kandidaten heute ganz real eingesessen. John McTiernan, der Regisseur von Predator, Stirb langsam und Last Action Hero. Der legte mit Rollerball Anfang der 2000er einen riesen Flop hin, stritt sich dann mit der Produktionsfirma und bespitzelte Kollegen und hörte die ab und kam dann für 12 Monate in den Knast. Und seine Karriere ist seitdem ziemlich am Boden. Seit 2003 hat er keinen Film mehr gedreht, aber in der Regel heißt Kinoknast natürlich, Hollywood setzt dich auf die schwarze Liste, du bekommst keine Jobs mehr. Aber die Regisseurin von Madame Web, S.J. Clarkson, hat doch gerade ihren ersten Kinofilm gedreht, das wäre schon ziemlich hart. Und fürs Fernsehen hat sie ja eigentlich solide Sachen gemacht. Folgen von Dexter, Jessica Jones, Succession, Bates Motel und die Drehbuchautoren von Madame Web haben ja vor Morbius geschrieben, sind auch noch auf freiem Fuß. Ja, das ist wohl allen noch ein Rätsel. Und Argyle-Regisseur Matthew Vaughn hat mit X-Men First Class und Days of Future Past und den Kingsman-Filmen noch bewiesen, dass er jetzt abliefern kann. Stimmt natürlich. Aber für ihn sieht es vielleicht sogar noch etwas düsterer aus, denn Argyle hatte ein Gigabudget von 200 Millionen, von denen er bisher weltweit nur 78 Millionen eingespielt hat. Und schlimmer, das Kingsman-Prequel, das er direkt davor gedreht hat, das lief leider auch nicht so gut. Aber er ist so ein bekannter Name. Hollywood würde doch niemand auf die schwarze Liste setzen, der schon Erfolge hatte. Oh doch. How much money did you make? How much money did you make today? What you gonna do, Derek? Show me the money! You are worth nothing. Wie heißt es so schön? In Hollywood bist du immer so viel wert wie dein letzter Film. Und egal, ob du Hits gedreht hast oder Oscars kassiert hast, es geht nicht um Kunst, sondern um Kohle. Und vor allem teure Flops verzeiht Hollywood selten. Fangen wir mal an mit einem kleinen Flop und einem großen Skandal. Paul Verhoeven war Ende der 80er Jahre der Regisseur mit der Narrenfreiheit. Ein holländisches Enfant terrible, der Anfang der 70er Jahre Rutger Hauer in Holland noch zum Star machte mit dem Film Turkish Delights und sich bis in die 80er Jahre einen Namen als kreativer, mutiger Regisseur machte, der massentauglich, aber ziemlich provokant inszenierte. Nach dem Historien-Bombast-Drama Flesh and Blood wurde er für Robocop angeheuert und zeigte dort gleich, dass er genau der Richtige war für böse Satire, Action und schwarzen Humor mit Blockbuster-Appeal. Der Film war smarter als der normale 80s-Actionfilm, holte aber trotzdem die Leute ab, die nur wegen harter Action ins Kino gingen. Dann der nächste Hit mit Schwarzenegger in Total Recall, wieder ein Meisterwerk mit wegweisenden Tricks, und dann lieferte Verhoeven mit Basic Instinct die Blaupause für so ziemlich alle gewagten sexy Thriller der 90s. Danach hatte er quasi freie Hand und Hollywood wagte mit ihm das erste und einzige Mal etwas Unerhörtes. Einen Mainstream-Film, der so gewagt war, dass er ein NC-17-Rating bekam, also das Rating über dem R-Rating. Nach dem Erfolg von Basic Instinct schien das eigentlich eine gute Idee zu sein und hätte der erste Schritt sein können, Hollywood weniger prüde und offener zu machen, was Klöppelsachen angeht. Doch was Verhoeven als böse Satire auf die Ausbeutung von Frauen im Showbiz verstand, kassierte verheerende Kritiken, floppte entsetzlich und verpasste Verhoevens Karriere einen heftigen Schlag. Showgirls von 1995 machte an der Kinokasse heftig Verluste. Er spielte in den USA nicht mal die Hälfte seines 45 Millionen Budgets wieder ein. Er hat danach doch aber noch Starship Troopers gedreht. Ja, was wohl nur der Tatsache geschuldet war, dass Showgirls auf Home Video dann doch erstaunlich gut lief, weil die Leute in der Abgeschiedenheit ihrer Wohnung den Film dann doch entsprechend würdigten. Starship Troopers floppte dann leider ebenfalls am Box Office und spielte nur
121 Millionen weltweit ein bei einem Budget von 105 Millionen plus Werbekosten. Und er bekam damals viele Verrisse von Leuten, die den Film nicht als Satire erkannten und glaubten, es wäre eigentlich faschistische Propaganda. Im Nachhinein wird der Film zwar gelobt und hat sein Publikum gefunden, aber er führte zur Abstrafung von Verhoeven. Erst 3 Jahre später drehte er dann den nächsten Film, der sein letzter Hollywood-Film werden sollte, Hollow Man, den er persönlich hasst, weil er weniger kreative Freiheiten hatte. Der Film machte zwar 190 Millionen auf ein Budget von 90 Millionen, aber die erneut miesen Kritiken und dass er den Film selbst nicht mochte, brachen Verhoeven. Er sagte, Filme wie Starship Troopers und Robocop waren meine Filme. Hollow Man hätte jeder drehen können und damit hat er sich dann aus Hollywood verabschiedet. Erst 5-6 Jahre später dreht er dann den nächsten Film Black Book in den Niederlanden, dann wieder 6 Jahre Pause und auch wenn 2021 sein letzter Film Benedetta rauskam, war Verhoeven nach den Hollywood-Flops nie wieder derselbe, auch wenn er mit diesem letzten Drama Benedetta wieder gute Kritiken bekam. Urteil: 6 Jahre freiwilliger Kinoknast nach Hollow Man und das Ende der Hollywood-Karriere. Höchster Verlust, das waren 60 Millionen US-Dollar für Starship Troopers. Okay, selbsterwählte Verbannung bei Schnauze voll ist ja was anderes als Knast. Tja, kann ja nicht jeder so viel Glück haben wie ein anderer Star-Regisseur. Der hat nach 4 Oscar-preisgekrönten Hits sein Wunschprojekt gedreht und damit einen Mega-Flop hingelegt, der fast ein komplettes Studio zerlegt hat, weil er bei einem Budget von 26 Millionen, 1982 war das ganz schön viel, nur 663.000 Dollar einspielte. Der hat seine Karriere dann wohl beendet, oder? Nein, der hat schon ein Jahr später den nächsten Film gedreht. Und wer war das? Rate mal, ich verrate es dir nachher, denn es gibt noch andere, die es viel härter erwischt hat, zum Beispiel Martin Brest. Martin wer? Ja, genau, den Namen kennen wohl nur Filmfreaks, aber die Filme kennen alle. Sein zweiter Film war gleich ein Kulthit, Beverly Hills Cop mit Eddie Murphy. Der Film, der Murphy nach dem Erfolg von nur 48 Stunden zum Star machte. Danach dann Midnight Run, eine sehr witzige Action-Comedy mit Robert De Niro und Charles Grodin. Auch sehr sehenswert. Dann Der Duft der Frauen mit Al Pacino, der auch Chris O'Donnells Karriere startete. Und ein Oscar und haufenweise andere Preise gewann. Dann Meet Joe Black mit dem frisch gebackenen Superstar Brad Pitt als gar nicht so grimmigen Sensenmann ein. Erster heftiger Dämpfer. Zum einen miese Kritiken, zum anderen war der Film der erste, vor dem der Trailer zu Star Wars Episode 1 lief, was dazu führte, dass haufenweise Leute Karten kauften, sich den Trailer von Star Wars anguckten und dann rausgingen, was zu verheerendem Sport führte und letztlich auch abstürzendem Box-Office-Einnahmen, nachdem der Trailer dann auch woanders zu sehen war und die Leute nicht mehr in Joe Black gehen mussten dafür. Das hat Brests Karriere erledigt? Nein, nur angeschlagen. 5 Jahre dauerte es bis zu seinem nächsten und letzten Film, Geely. Der Film sollte eigentlich ein Hit werden. Eine romantische Krimi-Comedy mit Biss auf den Leib geschneidert für die Stars Ben Affleck und Halle Berry. Und du meinst Jennifer Lopez? Ja, die spielte dann mit, weil Halle Berry bei X-Men 2 mitspielen musste. Dann wurde gedreht und das Studio war mega unhappy mit dem Ende, das natürlich vorher so im Drehbuch stand, aber sie waren trotzdem sauer. Das Ganze ging nämlich dramatisch aus. Afflecks Figur wurde erschossen. Das Publikum hasste es, das Studio auch. Regisseur Brest wollte es so lassen. Es wurde sich 8 Monate gezofft, hin und her diskutiert, bis dann schließlich doch ein neues Happy End gedreht wurde und der komplette Film gegen Brests Willen umgeschnitten wurde. Der Regisseur hasste das Endergebnis, wo er mit den Kritikern ausnahmsweise mal einer Meinung war. Und das Publikum sah es ähnlich. Geely is so horrible, I had to go clean my palette afterward by watching Glitter. Wegen der Nachdrehs war das Budget auf stolze 75,6 Millionen angestiegen und der Film spielte weltweit 7,2 Millionen ein. Das war 2002. Brest hat seitdem nie wieder einen Film gedreht. Autsch, das nenne ich ein Karriereende? Ja, wenn man Pech hat wie Brest. Der andere Starregisseur, von dem wir es ja gerade schon hatten, der hat nur 2 Jahre nach dem Megaflop, der fast ein Studio zerstörte, wieder einen Flop gedreht, der fast Orion Pictures zerstörte, weil er bei Kosten von 58 Millionen nur 26 Millionen einspielte. Und das hat ihn dann die Karriere gekostet? Nein, nein, er hat 2 Jahre später den nächsten Film gedreht, der wieder floppte. Und bei 24 Millionen Budget 1988 nur 19 Millionen
Millionen einspielte. Und nein, das hat ihn auch nicht die Karriere gekostet. Er hat 2 Jahre später den nächsten Film gedreht. Wer war denn dieser Typ und warum kann er einfach so weitermachen? Zack Snyder ist doch gar nicht mal so alt. Joe Schumacher? Nein, der ist es nicht. Aber wenn ihr es schon wisst, dann könnt es uns ja jetzt schon mal unten in die Kommentare schreiben. Und der Typ hat wirklich ein Geheimrezept. Da können andere Kollegen von träumen, die weniger oft Flops ablieferten. Andrew Stanton war einer der Goldjungen von Pixar, der seit Anfang an zum kreativen Team gehörte und mit Das große Krabbeln, wo er Co-Regie führte, Findet Nemo und Wall-E Millionen-Hits für Disney ablieferte. Doch dann wollte er sich mal bei Live-Action ausprobieren und drehte für Disney das, was das nächste große Franchise werden sollte. John Carter. Ah, den 250 Millionen teuren Flop haben wir doch mal ausführlich in der Top 5 erklärt. Ja, da solltet ihr im Anschluss auch dringend noch mal reinschauen, denn das ist echt eine sehr spannende Story, wie und warum Disney diesen Film eigentlich floppen ließ und einfach mal rund 100 Millionen Verlust einstrich. Der Film ließ Köpfe rollen intern bei Disney, hat fast die Effektfirma DNEG in die Pleite getrieben und führte dazu, dass Andrew Stanton zu Pixar zurückverbannt wurde und bis heute keinen weiteren Live-Action-Film mehr drehen durfte. Und selbst bei Pixar vertraute man ihm nichts Neues mehr an, lediglich für das Sequel zu Findet Nemo. Finding Dory durfte er nochmal ran. Wahrscheinlich, weil es komisch gewesen wäre, wenn er da nicht Regie führte. Die großen Kinoträume hat er wohl aufgegeben und dreht nur noch TV. Ab und zu eine Folge für Obi-Wan oder Stranger Things oder Better Call Saul. Ähnlich ging es seinem Pixar-Kollegen Brad Bird. Erst hatte der einen echten Kulthit abgeliefert, The Iron Giant. Ein großartiger, wunderbarer Animationsfilm. Dann hat er für Pixar Die Unglaublichen, dann Ratatouille, Mega-Hits gedreht und dann den Sprung zur Live-Action mit dem vielleicht besten Mission Impossible Film Ghost Protocol. Ja, genau, das ist der, wo Tom Cruise außen an diesem riesigen Hotel in Dubai rumkrabbelt. Und dann Tomorrowland, beziehungsweise bei uns aus Copyright-Gründen hieß der Film mal wieder A World Beyond. Ein Film mit Schwächen, aber auch großartiger, positiver Botschaft und einem brillanten Monolog des Willens, den wir hier auch in Videos schon mehrfach zitiert haben. Nur leider mäßige Kritiken und ein kompletter Absturz am Boxoffice. 209 Millionen bei Produktionskosten von 190 Millionen plus Werbung, also ein geschätzter Verlust. Das waren 120 bis 150 Millionen und Brad Bird wurde auch verbannt von Live Action und durfte nur bei Die Unglaublichen 2 nochmal ran 2018 und seitdem nichts. Ja, die Maus ist nachtragend. Selbst wenn du Milliarden für sie gemacht hast, wie zum Beispiel auch Regisseur Gore Verbinski, der nicht nur das Ring-Remake drehte, sondern auch die super erfolgreichen ersten 3 Fluch der Karibik-Filme und dann Rango, der Paramount sogar dazu brachte, eine eigene Animationsabteilung zu öffnen. Also der hat richtig gut abgeliefert. Und dann? Dann kam The Lone Ranger für Disney. Ich fand den ja gar nicht mal so schlecht. Er hat ein tolles Finale. Ja, aber Disney war da im Kopf schon total bei Marvel und der Film erlitt ein ähnliches Schicksal wie John Carter. Er bekam mäßige Kritiken und spielte bei einem Budget von 250 Millionen gerade mal 260,6 Millionen ein weltweit. Ein brutaler Flop, denn wir wissen ja, auf die Produktionskosten kommen immer noch die Werbekosten drauf und Filme müssen eigentlich fast immer ihr Budget mindestens doppelt einspielen, damit sie kein Verlust sind. Disney selbst warf die Filme vor den Zug, indem sie sagten, wir wollen nicht lügen, wir haben mit John Carter und Lone Ranger massiv Geld verloren, wo zwischen 160 und 190 Millionen. Alter Falter. Und die Strafe für Gore Verbinski? Er hat nie wieder einen Film in Hollywood gedreht seitdem. 2016 kam dann nochmal A Cure for Wellness raus, der sein 40 Millionen Budget aus Deutschland und anderen Ländern international zusammenkratzte und davon dann leider auch nur 26 Millionen wieder einspielte. Seitdem hat Verbinski keinen Film mehr gedreht. 8 Jahre Knast bisher. Wir müssen wahrscheinlich weiter miese Fluch der Karibik-Sequels ohne ihn sehen. Ah, verdammt. Ich frag mal vorsichtig, was unser Mystery-Regisseur so gemacht hat, nachdem er zweimal fast ein Studio ruinierte und jedes Mal direkt weiterdrehen durfte. Hat er wieder einen Flop abgeliefert? Tatsächlich hatte er Glück, denn er hat ein Sequel zu einem seiner früheren Hits gedreht und das lief dann sehr gut. 54 Millionen Budget und weltweit 136,8 Millionen Einnahmen. Und dann hat er 2 Jahre danach nochmal einen Klassiker nachgeschoben, der 215 Millionen einspielte bei nur 40 Millionen Budget. Okay, also er hatte
hatte nun mal Pech und deswegen darf er weitermachen. Also sag, wer ist es? Na, so einfach ist das nicht. Direkt 3 Jahre später hat der einen fetten Flop für Disney abgeliefert, den die Kritiker hassen und der fast Robin Williams Karriere zerstörte und an den direkt danach noch ein Flop angehängt. Eine mittelmäßige Grisham-Verfilmung, die nur 45 Millionen einspielte, bei einem 40-Millionen-Budget, also auch viel zu wenig. Und seine Karriere geht immer noch weiter? Oh ja, er hat seit damals 3 weitere Filme gedreht, die alle miese Kritiken bekamen. Und der letzte spielte nur 1,5 Millionen ein, bei einem Budget von 7 Millionen. Alter, wieso darf der immer noch Filme drehen? Tja, Geheimrezept. Andere Regielegenden hatten nicht das Glück. John Landis war einer der Stars der 70er und 80er. Kentucky Fried Movie, Blues Brothers, Animal House, American Werewolf, Die Glücksritter, Prinz aus Zamunda plus Musikvideos für Michael Jackson wie das legendäre Thriller-Video. Seine Karriere überlebte damals sogar die Tragödie, dass wegen schludriger Sicherheit am Set beim Dreh des Twilight Zone-Films 1983 2 Kinderdarsteller ums Leben kamen. Und was hat die Karriere dann beendet? Beverly Hills Cop 3 hat schon geknirscht und miese Kritiken bekommen und lief sehr schlapp, aber den Rest gab seiner Karriere dann Blues Brothers 2000, ein Film voller Product Placement und cringy Performances, den nicht mal der geile Cars rettete und der das Andenken des Originalfilms ziemlich in den Dreck zog und der bei 30 Millionen Budget nur 32 Millionen einspielte. Danach kam John Landis in den Kinoknast. Satte 12 Jahre hat er keinen Film mehr gemacht und nie wieder einen in Hollywood. In UK kam 2010 nochmal die mäßige Comedy Burke und Hare und damit sitzt er als einer der längsten im Regieknast und das Einzige, was ihn rettet, ist, immerhin hat er kein Studio geschrottet. Das hat aber wohl kein Regisseur geschafft, oder? Also nicht mal unser Mystery Wunderkind. Tatsächlich gibt's da einen, aber vorher noch etwas Wichtiges in eigener Sache. Flips ist kein Studio und hat kein Box-Office. Wir sind Community-finanziert. Das heißt, mehr Videos, Analysen, News und Kritiken können wir nur mit eurem Support machen. Und wir brauchen für dieses Jahr immer noch rund 120 bis 150 Patreon-Unterstützer, damit wir ohne Verluste auch 2024 über die Runden kommen. Schon ab 2 Euro kannst du dabei sein und das hilft uns wirklich. Für alle Supporter gibt's natürlich unsere exklusiven Bonus-Sachen, Goodies, Podcasts, XL-Videos, abhängen mit uns auf Discord und in den höheren Stufen Shirts und Max und eure Namen hier in den Videos. Der Link ist in der Beschreibung. Support your local Flipsies. Okay, aber jetzt mal im Ernst. Welcher Regisseur hat ein Studio zerstört? Naja, es gibt 2 legendäre Fälle. Der eine ist Rennie Harlin. Für den lief es auch richtig geil in den 80ern. Er wurde bekannt mit dem 4. Nightmare on Elm Street. Bat dann den 2. Stirb langsam raus, den ich ja trotz schlechter Kritiken eigentlich ziemlich gerne mag. Dann den Bergsteiger-Actionhammer Cliffhanger mit Stallone. Und dann dachte er sich, ich mach meine Frau, zumindest damals Gina Davis, zum Star und zeige, dass Piratenfilme noch so richtig knallen können. Und er drehte die Troubled Production, die Piratenbraut. Und der kostete 1995 stolze 98 Millionen Dollar, ein Gigantobudget damals, und spielte 10 Millionen ein, weil damals wirklich niemand eine Frau in der Action-Hauptrolle und niemand Piratenfilme sehen wollte. Scheiß Timing. 10 Jahre später wäre es ein Hit geworden. So wurde es ein gigantischer Flop. Der Film steht im Guinness-Buch der Rekorde als größter Flop aller Zeiten, der im Anschluss dazu führte, dass das Studio Carolco Pictures pleite ging. Alter, und Harlin hat seitdem nie wieder gearbeitet? Doch, doch. Erstaunlicherweise hat er nur ein Jahr später den Actionkracher The Long Kiss Goodbye rausgebracht. Sehr guter Film, Drehbuch von Shane Black. Und dann später noch mit Deep Blue Sea ein Überraschungshit abgeliefert und dreht seitdem noch munter Filme. Bis heute mal größere, mal kleinere. Ja, das muss man auch mal bringen. Studios zerlegen und smooth weitermachen. Ist aber eher die Ausnahme. Die bekannteste Flop-Story bleibt aber wohl Michael Cimino. Der hatte einen Mega-Erfolg in den 70ern mit The Deer Hunter, die durch die Hölle gehen, 1978. Oscars bis zum Abwinken, alle anderen Preise auch. Er durfte machen, was er wollte für seinen nächsten Film und das hat er dann auch. Heaven's Gate, ein Neo-Western 1980, zu einer Zeit, als alle Star Wars, aber niemand Western sehen wollte. Obendrein war Cimino Perfektionist, was zu ewigen Produktionsverzögerungen führte und nach 6 Tagen Dreh gingen sie angeblich schon 5 Tage.
Tage hinterm Zeitplan, wie es anekdotisch immer erzählt wird. Die Crew war so angenervt von ihm und nannte ihn den Ayatollah, weil er so diktatorisch war am Set. Die Wartezeiten während des Drehs waren so lange, dass der Schauspieler John Hurt angeblich zwischendurch mal eben einen komplett anderen Film mit David Lynch drehte, nämlich The Elephant Man. Im April 1979 begann der Dreh, der dann erst im März 1980 beendet war und 44 Millionen Dollar kostete, nur damit Cimino am Ende einen 3 Stunden und 39 Minuten lang Cut ablieferte. Heute wäre das kein Problem. In den 80s schon. Da waren 90 Minuten die typische Länge, die die Kinos wollten. Und bei 2 Stunden wurde schon aufgestöhnt, weil die Kinos dann eben weniger Vorstellungen pro Tag zeigen konnten. Und dann kam dann mal eben ein 3,5 Stunden Western als Drama, der auch noch von den Kritikern aufs Maul bekam. Das Studio United Artists versuchte noch was zu retten und ließ eine kürzere Schnittfassung erstellen. Der Film spielte aber nur verheerende 3,5 Millionen ein. United Artists stand vor der Pleite und ihre Muttergesellschaft verscherbelte daraufhin das ganze Studio, das nur noch als Name weiter existierte und dann mit MGM zusammengelegt wurde. Obendrein beendete Heaven's Gate die Zeit der Regisseursfilme mit viel kreativer Freiheit, die die 70er Jahre gebracht hatte. Die Studios kontrollierten und bestimmten wieder mehr, um solche Debakel zukünftig zu vermeiden. Und Michael Cimino? Der hat nach Heaven's Gate erstmal 5 Jahre im Regieknast gesessen, danach dann aber noch 4 Flops gedreht, die alle Verlust gemacht haben. Respekt, Studio versenkt, 5 Jahre Pause. Langsam tut mir Martin Prest echt leid. Aber was ist denn mit diesem anderen Typen, der zweimal fast Studios ruiniert hat? Der bringt dieses Jahr seinen nächsten Film raus mit Adam Driver, Dustin Hoffman, Forrest Whitaker, Aubrey Plaza und der hat 120 Millionen gekostet nach allem, was man hört. What the F? Wer ist der Kerl, der fast nur Flops dreht und immer noch weitermachen darf? Francis Ford Coppola. Ja, wer von euch hat es richtig gehabt? Ich guck da unten in die Kommentare rein und sein nächster Film heißt Megalopolis und soll angeblich noch dieses Jahr rauskommen. Ah, wenn man Der Pate gedreht hat und Apocalypse Now, dann kann man sich wohl alles erlauben. Naja, Coppola hat ja neben vielen Flops die Orion Picture und sein eigenes Studio Zoetrope fast in die Pleite getrieben, haben eben auch zwischendurch Glück gehabt mit Der Pate 3. Kein so doller Film, aber mega erfolgreich und eben Bram Stokers Dracula. Und er hat etwas, was die meisten Regisseure nicht haben. Einen eigentlich anderen Job. Denn für Coppola ist Film eher sowas wie ein nettes Hobby. Er hat seit Ende der 70er eine Winzerei, also mehrere Weinberge gekauft, in der er seinen eigenen Wein anbaut. Er hat seit 2000 ein virtuelles Produktionsstudio und er hat die Lifestyle-Marke Francis Ford Coppola Presents. Darüber verkauft er natürlich seinen Wein, seine Filme, Nudeln, Nudelsoßen, Dope, also was zum Rauchen, ja genau das. Und er hat Hotels und Spas rund um die Welt, Cafés und Restaurants. Darüber verdient er sein Geld und kann damit dann auch seine Filme finanzieren. Und selbst wenn die keinen Gewinn machen, redet ihm kein Studio rein. 120 Millionen einfach selbst finanziert. Tja, es hilft immer, wenn du sehr reich bist. Oder der Dude, der Mordecai gedreht hat, David Koepp, der hat bei 69 Millionen Budget nur 47 Millionen eingespielt und danach durfte der Dude dann einfach die Drehbücher für Tom Cruise, die Mumie, genau den, und den letzten Indiana Jones Film schreiben. Den davor hat er auch schon verbrochen und er dreht jetzt einfach mal den nächsten Jurassic World Film. Die Welt ist ungerecht und wir sind sowas von Doom, 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 you're Doom, Doom. Welchen Regisseur wünscht ihr in den Kinoknast und wer hätte es verdient, mal wieder etwas zu drehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Und jetzt natürlich noch großen Dank an unsere Patreon-Supporter, ohne die es kein Flips gäbe. Wenn du dabei sein möchtest, dann klick dich jetzt auf unseren Patreon-Link. Und ansonsten guck einfach jetzt weiter in dieses Video rein. Viel Spaß!